Und wir reisen weiter. Da wir hier nicht das gefunden, was wir wollten, werden wir jetzt mal wieder nach Piccolonia reisen. Denn es müsste auch unser Schiff dort sein. Okay, in Piccolonia rein wollte ich nicht. Ich wollte weiterreisen. Irgendwo hier muss das doch sein. Wo bin ich hier? Das kommt mir so vertraut vor. Oh, schön, wie süß. Ich bin einmal, glaube ich, um die ganze Welt gefahren. Oh Mann, ich muss mich da nochmal schlau machen. Wie dem auch sei. Irgendwas muss ich hier übersehen haben. Naja. Oder eventuell muss ich mich doch woanders, von woanders aus nach Westen begeben. Ich muss das nochmal nachlesen irgendwo. Das ist ärgerlich. Vor allem, es gibt hier keine Weltkarte. Wenn ich eine Weltkarte hätte, das wäre so von Vorteil. Immer das gleiche hier. Hier auf dieser Insel ist nichts. Hier ist nichts. Nichts ist hier. Hier ist gar nichts. Aber ich suche trotzdem. Naja. Man kennt mich ja. Beule. Aber die Lebenspunkte, die man auf Verdienst bekommt, oder die EXP auf der Seefahrt, heiliger Bimmer, also hätte ich nicht mitgerechnet, dass man hier so gut Punkte bekommt. Naja, schon überraschend alles. So, gibt's hier eventuell irgendwas hier, was man sehen könnte, einsehen könnte? Ne, hier ist nichts. Ärgerlich, hier ist auch nichts. Was ist denn hier Schönes? Wo bin ich hier? Ach, ich glaube, hier kennt den Ort kenne ich. Ich glaube, ich werde nach diesem Kampf mal eine kleine Pause machen und recherchieren. Und das werde ich dann über Internetsachen machen, weil ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich dieses besagte Objekt finde. Wir werden uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Oder gleich noch wiedersehen nach der kurzen Unterbrechung. Weil es wird nur eine kurze Unterbrechung, es wird jetzt keinen Schnitt geben oder ähnliches nach dem Video. Nach diesem Kampf wird es dann keinen Schnitt geben. Ich muss mich nur einmal umschauen, zumindest einmal richtig nachschauen. Das ist das Problem bei der ganzen Kiste. Das ist jetzt ärgerlich, dass ich das so machen muss, weil ich habe jetzt keine Lust, jetzt noch eventuell 26 Minuten oder so umherzuirren und etwas nicht zu finden, was ich gar nicht weiß. Also bei sowas muss ich ganz ehrlich sagen, da möchte ich keinen davon auch darauf aufmerksam machen, dass ich überhaupt nicht weiß, wo ich etwas finde. So. Zumindest habe ich schon mal den eventuellen Aufenthaltsort des Drachengotts gefunden. Und deswegen sage ich mal, bis gleich. Ja, da bin ich auch wieder. Ich lasse das jetzt erstmal sein mit der Suche danach. Denn das würde jetzt wahrscheinlich zu lange dauern. Ich warte, bis ich da zu diesem Ort von der Story aus her muss und werde mich dann daran erinnern. Viele wissen wahrscheinlich, was ich vorhabe. Deswegen gehe ich jetzt erstmal nach Agurio. Arturia zurück, weil wir sollen ja von Arturia aus nach Süden wandern. Das werden wir jetzt auch tun. Und da ist auch wieder ein Dorf. Mal gucken, was das hier ist. Triesta. Na, da waren wir doch gerade. Schön, bin ich einmal um die ganze Welt gefahren, um hier wieder hinzukommen. Naja. So viel dazu. Außerdem muss ich jetzt auch gerade noch ein paar Fragen beantworten. Ich möchte jetzt auch nochmal hierzu das sagen. Ich finde ja schön, dass einige Leute sich dafür interessieren für meine Projekte und alles, aber ich finde das nicht gut, wenn ihr mich, nach den Sachen bei YouTube nach den Sachen fragt, wo ich zum Beispiel meine Sachen herbekomme. Ich habe schon mal gesagt, ich beantworte diese Fragen nicht bei YouTube. Ich mache das auf einen anderen Weg. Ja, und das hat schon seine Gründe, warum ich das mache. Das sind gute Gründe, warum ich das mache. Ja, und seid mir nicht böse, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt sage, ich mache das jetzt nicht. Oder ich antworte darauf jetzt nicht. Bitte nicht. Oh, 33.000 ESP. Ordentlich. Weil, das ist mir ein bisschen zu heikel. Ich habe schon genug miterlebt, dass hier wirklich Leute gelöscht wurden, diesbezüglich. Deswegen lasse ich es. Ich antworte nicht auf diese Fragen hier bei YouTube. Stellt sie mir auf seriöse Art und Weise bei einem Messenger oder sowas. Ich habe ja genug Messenger-Möglichkeiten angegeben, wo ihr mich anschreiben könnt, dann bekommt ihr auch die Antwort. Meistens werde ich dann eh nur sagen, Google, euer bester Freund und Helfer. Ist wirklich so. Also von daher, seid mir nicht böse, wenn ich so antworte. Wir führen nur das Beste. Wollen wir mal schauen, ob er das Beste führt. Ja, er führt einiges. Aber
Ego-Schrauber hat er nicht. Und die Regenaxt. Oh, herrlich. Herrlich, herrlich. Also, mein lieber Freund Kupferstecher. Kraftumhang. Da bringt mir gar nichts. Der Goldhelm. Ja, den sollten sie auf jeden Fall mal haben. Tektor-Schild. Oh ja. Tektor-Schild auf jeden Fall. Ups, jetzt habe ich Lexis damit ausgerichtet. Das hätte ich gar nicht gebraucht, glaube ich. Aber wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Dann gehen wir weiter runter. Ah, Zauber kaufen. Donner! Yes! Das sind die Zauber, von denen ich sprach. Drache. Oh, Drache. Wunderbar. Alle Zauber da. Alle da. Und Valor auch noch. Oh, herrlich. Ich werde gleich alles zu diesen Zaubern sagen. Oh mein Gott. Ich werde es auf jeden Fall noch erklären. Diese Zauber sind sehr wichtig, dass ich sie hole. Schauen wir uns erstmal noch ein bisschen um. Ich sah die Lichtkugel in den See stürzen. Das war nicht weit von hier. Ja, schön. Warum lässt du uns dann nicht irgendwie weiter? Hampelmännchen? Wer bist du? Ich kenne eine Elfe, mit der ich oft auf dem Berg in ohne Wiederkehr spiele. Ehrlich. Oh nein. Da hinten im Labor habe ich ein Elfenkind gesehen. Sonst kommen sie nicht in die Nähe von Menschen. Das stimmt. Elfen sind normalerweise sehr schüchterne Wesen. Dieses Labor lässt viel Schlamm in das Meer ab. Das finde ich gar nicht toll. Oh nein. Das sieht man auch. Was ist das für ein Labor? Was soll der Dreck? Wollen wir uns doch erstmal erkundigen, was das hier ist. Mirkos Labor. Mirko? Mirko? Okay. Gehen wir mal zu Mirko ins Labor. Wir haben uns lange nicht gesehen, Lexis. Hast du wieder etwas erfunden? Anscheinend nicht. Hallo Lexis, Mirko ist im Untergeschoss. Die kennen alle mehr Lexis. Ja gut, ist auch kein Wunder. Wissenschaftler kennen sich untereinander. Ja, das scheint er zu sein hier. Grüne Haare. Oh Lexis, du bist noch am Leben? Was ist denn das für eine Begrüßung? Wie weit bist du mit den U-Boot-Plänen? Ich bin soweit fertig. Mir fehlt nur noch das richtige Schiff. Wie wäre es denn mit Exerion? Das Schiff, das aus dem Aurabaum gemacht wurde. Was? Meinst du das im Ernst? Dieses Schiff wäre perfekt. Wo ist es? Wir haben es draußen vor der Stadt geankert. Und können es jederzeit abholen. Ja, worauf wartet ihr dann noch? Du hast ihn gehört, Maxim. Wollen wir das Schiff umbauen lassen? Ja, komm, machen wir. Gut, lass uns Exerion herbringen. Ich weiß zwar nicht, was uns das dann bringt. Wir haben ja einen riesen Motor schon auf dem Schiff. Naja. Lass mich mal überraschen, was jetzt damit gemacht wird. Warum ist das Schiff jetzt so klein? Naja, egal. Das ist also Exerion. Ja, daraus können wir ein U-Boot machen. Gut, dann fangen wir mal an. In Ordnung, bring mir die Pläne. Jawohl. Ein U-Boot? Hey, was machst du hier? Nein. Hey, das ist ein Kind. Jetzt hab ich dich. Du kannst mir nicht entkommen. Ui. Ja, die war aber clever. Was? Mirko, die Pläne. Sie wurden gestohlen. Was? Wer hat das getan? Ein Elfenkind. Ich habe es an den Ohren erkannt. Ein Elfenkind? Das glaube ich nicht. Aber ich habe doch diese spitzen Ohren gesehen. Das muss eine Elfe gewesen sein. Ah, aber... Wir müssen die Pläne unbedingt wiederhaben, sonst ist alles verloren. Okay. Wir wissen Bescheid. Wir müssen die Pläne wiederhaben. Also, Elfenkind, wo ist es? Wir haben schon von einem Kind gehört, dass hier in der Nähe ein kleines Elfenkind immer rumrennt. Vielleicht ist meine Freundin die Elfe wieder auf dem Berg ohne Wiederkehr. Ja, und wo ist der? Mein Gott, sag mir doch, wo der Berg ohne Wiederkehr ist. Das Meer sieht seltsam aus. Ja, die Strömung ist mir egal. Ich wissen, wo dieser Berg ohne Wiederkehr ist. Ich sah ein Kind aus dem Labor stürzen. Ja, ich auch. Ich war live dabei. Ah, wo ist der Berg ohne Wiederkehr? Menschen sollten Maschinen in Eintritt und Natur leben. Nein. Dieses Labor ist... Ja, das wissen wir. Wo ist der Berg ohne Wiederkehr? Okay. Wir machen uns auf die Suche nach dem Berg ohne Wiederkehr. Tü-tü-tü. Tü-tü-tü. Mal schauen, vielleicht finden wir ihn ja. Oh, Motzklötze. Oh, der bleibt schon wieder. Das ist schön. Wenn Motzklötze bleiben, finde ich das immer toll. Ein Motzklotz bleibt, das finde ich toll. Der ist auch kaputt. Wieder ein paar Punkte. Herrlich. Herrlich ist das. Herrlich. Oh, weiter runter. Das scheint er zu sein. Ja, der Berg ohne Wiederkehr. Oh nein. Ich erinnere mich, glaube ich, hier an eine Stelle. Ich will nicht. Ich will nicht, wenn das wirklich hier ist. Naja, müsste ich dann halt durch. Was könnte ich denn wohl meinen? Vielleicht wissen es einige schon. Andere werden es definitiv noch sehen. Oh mein Gott.
Oh nein. Genau das. Man muss aufpassen, dass man hier nicht durch die Steine durchläuft, zum Beispiel. Das ist eine sehr lästige Sache. Jetzt muss man aufpassen, dass man hier halt das ganz clever macht. Ja, seht ihr, so zum Beispiel nicht. Super. Naja, wie das beim nächsten Mal richtig gemacht wird, sehen wir beim nächsten Mal von Let's Play Lufia 2 Rise of the Sinister. Das sprach der Raven halt immer mehr.